der Firma Craze. Das ist ein riesen Spezialchemiebetrieb mitten in Worms. Und ich schaue mir hier heute mal die Ausbildung an. Bin ganz gespannt, was mich erwartet. Hi, Edwin. Oh, hi, Lisa. Das ist ja hier ein riesen Betrieb, wenn ich wurde gefunden habe. Kennst du dich hier überall aus? Ja, so ziemlich. Man geht halt in verschiedene Abteilungen durch und man checkt halt alles so. Wir jetzt zum Beispiel sind gerade so am Spannung messen. Stromabnahme habe ich schon gemessen von der Pumpe. Und ja. Von hier, von dem Becken? Ja, genau. Im Becken haben wir so eine Schlammpumpe. Die pumpt den ganzen Schlamm rüber ins andere Gebäude und dort wird es halt getrocknet. Also Elektroniker in der Chemiefabrik hätte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet. Was machst du hier so? Ja, so Verschiedenes halt. Mal so Strommessungen oder halt überprüfen, ob was funktioniert. Wenn was ausfällt, zum Beispiel ein Anlagenteil, eine Pumpe bleibt stehen, dann gehen wir hin, überprüfen, woran es liegen kann, gehen dann hoch und sagen Bescheid, je nachdem, was es ist, ob was Mechanisches dran ist, ob die Pumpe kaputt ist, ob man was austauschen muss. Und, also ohne euch geht hier im schlimmsten Fall gar nichts mehr? Genau, das stimmt. Und was ist deine Lieblingsaufgabe? Ja, meine Lieblingsaufgaben sind so neue Sachen installieren, mal eine Steckdose setzen oder so, gibt's auch. Mhm. Obwohl wir im Chemiefabrik sind, halt neue Sachen. Es macht halt immer Spaß, was Neues anzubringen. Da kann man sagen, oh, das habe ich gemacht oder ja, das macht halt wirklich Spaß. Und die Zukunftsperspektiven sind gut? Ja klar, es wird zurzeit jetzt alles automatisiert, wenn man guckt, Anlagen werden umgebaut auf Roboter und man braucht immer einen, der das warten kann und dazu ist halt Elektroniker perfekt. Das war für mich das Wichtigste, dass man halt schon in die Zukunft schaut und sagt, ja, das will ich machen und in Zukunft wird der Job auch immer noch praktiziert und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und hier bei Craze fühlst du dich wohl? Ja. Willst du bleiben? Genau, das ist so mein Zukunftsplan.